Dann geht's los mit der Pressekonferenz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir spielen morgen um 13 Uhr im Rahmen des 26. Spieltags gegen Eintracht Braunschweig. Mit dabei sein werden 18.200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist der aktuelle Stand. Es gibt aber noch wenige Restkarten im Stehplatzbereich und auch noch zusammenhängende Sitzplätze im Nordtribünenbereich und im Block O1. Insgesamt kommen auch ca. 900 Gästefans. Das sind die Faninfos von mir und die sportlichen gibt's von Christian Eichner. Ja, Block 1 ist vorbei. Wir gehen über in Block 2, in die Phase, in der ganz, ganz oben Titel vergeben werden, beziehungsweise Aufstiegsplätze verteilt werden. Und bei uns geht es in Block 2 darum, kann man ganz normal formulieren, an Block 1 mehr als anzuknüpfen. Leistungsmäßig und viel entscheidender in der Phase, wo es darauf ankommt, dann auch die Ziele zu erreichen, dann auch Ergebnisse zu erzielen. Und da habe ich, glaube ich, oft genug gesagt, da kann man der Mannschaft für diesen ersten Teil der Rückrunde ein großes Kompliment aussprechen. Die Mannschaft weiß aber auch, dass im Fußball das spätestens mit so einem Projekt dann auch wieder abgehakt ist und dass jetzt die restlichen Spiele auf uns warten, wo, glaube ich, auch ein Bundesprogramm wieder dahinter steckt. Beginnend morgen mit einer Mannschaft, gegen die wir im Hinspiel sicherlich eines der, ja, der enttäuschendsten Spiele dieses Jahr abgeliefert haben, was jetzt allerdings nur dazu dient, um euch ein bisschen Infos zu geben und weniger mir in der Spielvorbereitung oder Sonstiges helfen wird, sondern eine Mannschaft, die letzte Woche, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, nicht nur tabellarisch, sondern auch vom Gesamtpaket für sich entschieden hat. Und deswegen geht es morgen schon direkt wieder in die Vollen. Vom Personal ist es so, dass Tim Breithaupt und Kyung-Rok Choi weiterhin fehlen werden, wobei Kyung sehr, sehr weit ist und wir da durchaus Hoffnung hegen, dass er nochmal eingreifen kann, in welcher Form dann auch immer. Und des Weiteren ist es dann noch Daniel O'Shaughnessy, der, ich glaube, fast zur Stunde dann auch seine Hüftoperation hat und demzufolge auch das Spiel morgen und auch die restliche Saison verpassen wird. Dann seid ihr dran. Gerne per Handzeichen, da kommen die Kollegen mit dem Mikro. Einmal mehr macht René Danker den Anfang. Christian, der letzte Eindruck von Block 1, das Spiel in Heidenheim. 25 Minuten, sehr starker Auftritt der Mannschaft. Dann das, was geschehen ist. Wie viel Anteil hatte danach die Aufarbeitung dieses Spiels? Also welche Schlüsse waren für dich nach diesen Eindrücken zu ziehen? Und dann meinerseits die Frage nach den Auswahlspielern, die während der Länderspielpause weg waren. Vor allem auch Budo Tsivtsivadze, welche Rolle er möglicherweise am Wochenende spielen kann. Also Budo wird auf alle Fälle im Kader stehen. Ich hatte jetzt erst gestern auch einen Austausch mit Herrn Jaschwili über die Tage bei der georgischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, und das war mir auch bewusst, dass es ihm auch mental sehr, sehr gut getan hat. Ich habe das die Tage schon mal erwähnt, dass er das erste Mal auch seine Familie wieder sehen konnte. Das klingt für uns immer so normal, weil wir wahrscheinlich hier öfters die Möglichkeit haben. Für ihn ist das dann auch mit einem Kind dann auch immer nochmal eine andere Nummer, wenn du die jetzt seit, ja, ich weiß nicht, 3 oder 4 Monaten wahrscheinlich nicht gesehen hast. Da erhoffe ich mir, dass er da sehr, sehr viel mitgenommen hat. Zudem auch ein Tor geschossen hat im Freundschaftsspiel, so rum. Und auch einen gehörigen Anteil auch an dem Unentschieden hatte dann nach seiner Einwechslung am Dienstag gegen Norwegen. Sodass ich da schon frohen Mutes bin, dass er insgesamt einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das war auch ja so ein bisschen das Ziel für uns, die Länderspielpause, ihn da zu haben, dass dann inzwischen mehr möglich ist. Gestern war er noch ein bisschen müde. Das gestehe ich ihm aber logischerweise zu. Und heute ist er dann aber ausgeschlafen. Bei den beiden anderen Jungs, die haben am Montag das letzte Mal gespielt, das sind junge Kerl. Da
ist das heute aus den Knochen. Aber auch für beide war es, glaube ich, eine ergebnisunabhängig, eine tolle Reise. Also nochmal Paul als Kapitän, das ist ja nochmal keine Selbstverständlichkeit für einen Club wie uns. Und auch Tim Rossmann, der gerade im ersten Spiel durchaus auch zu gefallen wusste. Also deshalb hat es, glaube ich, sich für alle drei Spieler sehr gelohnt. Die Aufarbeitung, und das ist eine gute Überleitung von mir, die Aufarbeitung hat dann auch so lange gedauert, bis gestern alle Spieler zurück waren. Weil ein paar wichtige Bausteine da drin waren. Das hat relativ wenig mit dem Ergebnis in Summe zu tun, sondern die Art und Weise, wie wir Gegentore bekommen haben, das war schon nochmal wertvoll, sich das anzuschauen, auch darüber zu sprechen. Das haben wir ja auch in diesem Kreis hier unmittelbar nach dem Spiel besprochen, dass es da auch im Nachgang der Bilder unterschiedliche Dinge gab. Zum einen spieltaktisches Verhalten und zum anderen aber auch einfach individuelle Fehler, Passspielfehler, und die dann auf diesem Niveau dann, wo es zum Schluss um die vorderen Plätze geht, einfach eiskalt ausgenutzt werden. Und das müssen wir abstellen. Das haben wir abgestellt in den Spielen nach der Winterpause größtenteils. Und es kommt sicherlich auch nicht alle Tage vor, dass der Gegner also jeden Schuss außerhalb des 16ers in den unteren und oberen Giebel hieft. Also das war schon auffällig und dann auch gut und auch hochverdient am Ende für mich. Und auch wenn es Frank ja auch richtigerweise gesagt hat, vielleicht war es dann doch ein, zwei Türle dann vielleicht auch zu viel. So ein 3-2. Zlatan und ich sind da ein bisschen anders da. Das wäre auch verloren gewesen, aber ich verstehe es. Das hat dann nach außen immer so ein bisschen eine andere Bedeutung. Und demzufolge wird es darum gehen, morgen wieder von vorne zu beginnen, wieder diese Haltung reinzubekommen, zu wissen, dass die Mannschaft in der Lage ist, mega gefährlich zu sein und zu versuchen, auch wiederum gegen eine Mannschaft, die um die gleichen Dinge spielt wie wir, im Optimalfall erfolgreich zu sein. Dann Nils Bohl. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar zweigeteilt. Die erste ist, hattest du den Eindruck, dass diese Niederlage so ein bisschen so eine kleine mentale Delle hinterlassen hat, oder hat die ganz im Gegenteil zu was anderem geführt, eben zu noch mehr Motivation? Und das zweite ist, welche realistischen Besetzungen kannst du dir denn für morgen vorstellen, was die Innenverteidigung angeht? Da bin ich ganz ehrlich, das wird sich immer wieder in den nächsten Spielen zeigen, wie Mannschaften auf gewisse Dinge reagieren. Das ist bei uns oder wie bei jeder Mannschaft auch spannend, wenn sie zwei Spiele in Folge gewonnen hat, wie sie damit umgeht. Aber ich glaube, wir konnten das Heidenheim-Spiel sehr, sehr gut einschätzen. Ich würde den Zeitpunkt, den René angesprochen hatte, gerne um 12 Minuten verlängern. Nicht, weil mir das so wichtig ist, sondern weil 7 Minuten gefehlt haben. Dann glaube ich, nochmal, das gehört ja auch zu einer Aufarbeitung dazu, gehst du mit einem 2-0 in Heidenheim in die Pause und bis zu dem 1-2 habe ich den Gegner jetzt nicht bei uns im 16er gesehen gehabt. Deswegen wäre ich schon spannend zu sehen gewesen, was in der zweiten Halbzeit mit einem anderen Spielverlauf passiert. Und das ist ja, worum es mir geht, dass die Mannschaft auch bei so einer Top-Mannschaft 37 Minuten eine Leistung abgeliefert hat, wie die Wochen davor auch. Und das muss ja Stärke geben. Also nichts anderes. Das andere, den weiteren, was weiß ich, wie viele Minuten das dann waren, 52, glaube ich, ist dann das passiert, was ich euch im Voraus erzählt habe. Wenn du nicht aufpasst, wird der Bus runtergeschoben. Und der Bus wurde dann ab Minute 38 einfach wieder in die Innenstadt geschoben. Und dann wieder auf den Heimweg. Und von dem her, das müssen wir abschütteln. Wir müssen klar sein, wir müssen gut verteidigen. Und dann hoffe ich, dass die Mannschaft morgen absolut bereit ist wieder. Und davon bin ich auch überzeugt. Innenverteidigung, nochmal, Konkurrenzkampf pur. Freut mich, ist ein Grund für die Entwicklung der Mannschaft. Das hat sie sich selbst erarbeitet. Und deswegen bin ich selber gespannt, was der Trainer morgen entscheiden wird. Aber das ist jetzt heute noch zu früh für mich. Dann Julian Linder. Christian, was erwartest du morgen für ein Spiel hier im Wildpark gegen den Tabellen 16. Braunschweig?
Also ich greife in den letzten Teil auf keinen Tabellen-16., sondern eine Mannschaft, die in diesem Topf drin ist, die von einer hohen Anzahl an Mannschaften, die um ihr Saisonziel kämpft, genauso wie wir. Eine Mannschaft, die sicherlich, je weiter es nach vorne geht, desto gefährlicher wird sie. Es liegt natürlich auch in der Natur der Sache, weil vorne meistens dann auch man eher über Gefährlichkeit spricht als defensiv. Toni Uccia, absoluter Wandspieler, Unterschiedsspieler, glaube ich, wissen wir, müssen wir nicht betonen. Dahinter auch einer der überragenden Spieler dieses Jahr. Tempo, unterschiedliche Spielertypen nach vorne und ein sehr, sehr cleveres und intelligentes Verhalten defensiv. Du hast sehr, sehr oft den Ball. Das ist erstmal gar nicht so schlimm für sie, weil es ein torungefährlicher Bereich ist und sie einen absoluten Plan haben, was passiert, wenn sie Bälle klauen oder wenn sie generell der Gegner Bälle verliert. Und darauf müssen wir die Jungs mega, mega vorbereiten. Verbal, bildlich. Und dann hoffe ich, dass beide Dinge geholfen haben, um das auf den Platz zu bekommen. Aber insgesamt wird es ein Abnutzungskampf, zweite Fußball-Bundesliga in Reinform. Und trotzdem erhoffe ich und erwarte von meiner Mannschaft, dass wir gemeinsam mit dem Publikum eine gewisse Wucht erzeugen können, die notwendig ist, um Spiele auf deine Seite zu ziehen. Und da können wir uns schon ein paar Dinge mitnehmen von vor 14 Tagen, wie so eine Spieldynamik sich entwickeln kann im Gesamtpaket. Aber das haben wir, glaube ich, jetzt auch die letzten Wochen einigermaßen eindrucksvoll gezeigt. Deswegen, ich freue mich wie jedes Wochenende mega auf meine Spieler. Und es passiert immer was. Und ich hoffe, dass es morgen auch wieder in die richtige Richtung passiert. Gibt es denn weitere Fragen? Harald Linder. Christian, du hast die Defensive angesprochen. 7 Gegentore in den letzten beiden Spielen ist ein Haufen Holz. Auch wenn du sagst, jeder Schuss in Heidenheim war quasi ein Treffer. Auffällig war aber, dass für mich, dass diese Tore von Stürmern erzielt wurden, meistens. Sowohl gegen HSV als auch gegen Heidenheim, die wirklich ganz oben angesiedelt sind. Jetzt Uccia hast du selbst erwähnt, auch so ein Spieler. Wie willst du den verteidigen dann? Da gibt es dann schon immer ein paar Handlungsempfehlungen vor dem Spiel. Es gibt dann immer unterschiedliche Tore. Ich mache mal ein Beispiel, das 1:3 vom HSV ist für mich in Summe einfach nicht zu verteidigen. Das ist ein Ball, der runterfällt. Da hat jetzt mit Handlungsempfehlungen vor dem Spiel nicht so viel zu tun. Sind für mich trotzdem irgendwo unterschiedliche Spielertypen, wo es unterschiedliche Handlungsempfehlungen vorher gibt. Tim Kleindienst ist eher ein Spieler, der die langen Bälle sehr, sehr gut verlängert, wo du auch im Kopfballspiel wenig Sinnhaftigkeit hast, hinzugehen, sondern eher den Raum dahinter zu schützen. Toni auf der anderen Seite ist ein Spieler, der eine sehr gute Variation drin hat, der Bälle auch mal ansaugt, wie man das so schön nennt, die auch auf einem oberen Regal kommen. Und da muss ich als Verteidiger eine gute Mitte finden, um ihn da auch in der Luft zu bearbeiten. Toni hat im Verhältnis zu seiner Größe für mich das beste Kopfballspiel, die beste Sprungkraft. Das sind alles Dinge, die ich so ein bisschen mit reinnehmen muss, weil ich gestrafft sein muss, weil ich weiß ja, wie die Spieler ticken. Der ist nicht besonders groß. Den nehme ich dann in der Luft weg. Und wenn ich dann ein-, zweimal weggemacht worden bin, dann ist es nicht so leicht, wieder reinzukommen. Deswegen, ich brauche Gestrafftheit morgen. Gestrafftheit auf allen Positionen, Schärfe auf jeder Position, weil es ist nicht nur Toni Uccia. Das sind aber sicherlich, gerade mal, wenn wir die ersten zwei angesprochen haben, auch Spieler, die ja in dem Top von Philipp Hofmann sich bewegt haben. Und dadurch jeder von den beiden genannten vorher oder nicht genannten, aber wir wissen, um wen es geht, ohne Probleme auch eine Etage obendran spielen kann. Also das, wir messen uns dann da schon mit dem Besten. Und das muss der Anspruch sein für die Mannschaft, um dort auch mal individuell gesehen auf der Position einen Schritt nach vorne zu tun. Und nehmen wir die Frage mit auf. Der Grund, warum wir erfolgreich waren, war, dass
diese angesprochene Anzahl weniger wurde. Und jetzt muss ich das differenziert bewerten. Wer war das? Welche Qualität war das auf der anderen Seite? Wie waren die Tore? Und trotzdem muss das weniger werden wieder, um in Richtung der 4 zu kommen. Ansonsten musst du immer wieder 2 oder 3 schießen. Das sind wir in der Lage dazu. Aber das gelingt ja nicht immer. Weil es ist ja jemand da, der sich auf der anderen Seite auch was überlegt und sich gut verhält. Und das macht der Gegner morgen. Und deswegen wird es eine spannende Aufgabe, nicht nur Toni Uccia und Co. in den Griff zu bekommen, sondern was wir auch mit dem Ballbesitz anfangen und wie sehr wir unser Gehirn im Ballbesitz mit dabei haben. Das ist einfach wichtig, weil der Kopf gehört ja zum Fußballspielen viel, viel mehr dazu, als man manchmal denkt. Hat denn noch jemand eine Frage? Mal abseits vom Spiel morgen. Es wird seit einiger Zeit über eine Rückkehr von Lars Stindl zum KSC spekuliert. Wie ist da dein Wissensstand und wie stehst du einer möglichen Verpflichtung vom Lars Stindl gegenüber? Ach, ich bin da total entspannt. Ich glaube, wir haben als Club vorher ja Grundsätzliches auch noch zu festzulegen und zu determinieren jetzt erstmal in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen, dass dann Beispiel unser Sport dann auch weiß, in welchen Rahmenbedingungen oder welche Rahmenbedingungen stehen zur Verfügung. Und anhand dieser gegebenen Rahmenbedingungen werden wir dann versuchen, wenn wir unser Ziel dann erreicht haben, da bin ich dann immer wieder im Tagesgeschäft zu sehr drin, dann über andere Dinge dann auch uns Gedanken zu machen, dass das parallel logischerweise schon läuft und dass Lars sich zu einem für mich großartigen Bundesligaspieler entwickelt hat im Lauf der letzten Jahre und auch Nationalspieler. Ich glaube, das steht außer Frage, dass ich auch noch ein Jahr oder so mit ihm zusammengespielt habe. Weiß ich natürlich noch viel mehr, was in ihm steckt. Und ich glaube, wir sollten aber an der Stelle, und es wurde oft genug betont, Lars und auch seinem aktuellen Club die notwendige Zeit geben, um sich über eine sehr, sehr wichtige und große Entscheidung, glaube ich, für ihn dann auch den notwendigen Raum, die notwendige Zeit zu geben, sich zu entscheiden. Dass das Trainerbüro großartige Spieler gerne in der Spielerkabine hat, zusätzlich zu seinen anderen. Das steht ja, glaube ich, ohne Frage oder muss ich nicht beantworten. Und deswegen, wenn es da Raum gibt und Möglichkeiten gibt, dann werden wir uns da sicherlich Gedanken machen. Zu allem anderen hat, glaube ich, Olli genug gesagt die letzten Tage. Hat denn noch jemand eine Frage? Scheint keine mehr zu geben, alles beantwortet. Dann danke ich fürs Kommen und wir sehen uns schon morgen wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss zusammen.